Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Neue Woche, neues Glück. Wir wollen uns heute die aktuellen Decklisten des vergangenen Wochenendes anschauen, denn die neue Regio-Season, die ist ja mittlerweile voll im Gange, auch wenn wir alle immer noch auf die Banlist warten. Ich habe heute auch wieder bis 18 Uhr gewartet, aber vergeblich. Ich irgendwie, ja, mittlerweile glaube ich fast nicht mehr dran. Deswegen habe ich mir was überlegt, dass dieses Decklisten-Format nicht allzu langweilig wird, denn ich habe gedacht, ich suche mir mal vor allem Decklisten raus, die jetzt nicht jeden Tag toppen. Das heißt, nicht nur Tier-Elements und nicht nur Splite, aber keine Sorge, auch für die Leute habe ich noch was, denn wer noch Tier-Elements oder Splite-Decklisten sehen möchte, der muss einfach nur ganz ans Ende des Videos skippen, denn dort werde ich diese Decklisten kurz durchgehen. Allerdings ist der Großteil der Decklisten heute nicht Splite, nicht Tier-Element, sondern eben auch mal ein paar andere Sachen, wie Eldritch Hero, auch Despia ist mit von der Partie, Marincis, also wir haben auf jeden Fall viele Sachen, wo ich denke, dass der ein oder andere definitiv auf seine Kosten kommen könnte. Und wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen, ja, die neuen Götterkarten im Einsatz, da habe ich auch nochmal eine interessante Deckliste mit reingepackt. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze so und es ist nicht ganz so langweilig, so ist es vielleicht ein bisschen belebter. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten Däumchen nach oben, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und vielen, vielen Dank für das Erreichen der 13.000. Hat mich riesig gefreut und vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit der ersten Deckliste für heute. Starten wir mit der ersten Deckliste für heute. Quellen dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, ist vom Kalonsho Store. Da findet ihr alle Decklisten nochmal letztendlich und könnt euch die nochmal in Ruhe ansehen, falls euch das hier irgendwie zu schnell geht. Und ja, wir haben hier eine Top-Liste von der Regio aus Philadelphia, das heißt sehr wahrscheinlich auch eine ziemlich große Regio. Und das ist mal wieder Mystic Mine Burn und dieses Deck verkörpert quasi alle Powerkarten, die wir aktuell im Spiel haben, in einem Deck und wirklich Spaß macht das sicherlich nicht, dagegen zu spielen. Ist aber ein Deck und auch eine Variante, die wir aktuell so akzeptieren müssen, deswegen nehmen wir das so, wie es ist. Wir haben auf jeden Fall hier drin dreimal den guten Dimension Shifter, dann haben wir dreimal Amano Iwato, auch eine Karte, die ich schon relativ lange nicht mehr gesehen habe, aber ist cool, den mal wieder zu sehen, auch wenn jetzt das Zusammentreffen in diesem Deck vielleicht nicht das Schönste ist, aber ja, wie gesagt, nehmen das Ganze so mit. Dann haben wir natürlich dreimal Mystic Mine hier drin. Dann haben wir natürlich das Terraforming Kessel des alten Mannes ist drin. Dann natürlich eine große Draw Engine mit Pot of Extravagance, Prosperities und Dualities. Dann haben wir natürlich auch Dark Ruler hier drin. Dann Demise of the Land. Ojama Trio hat es auch hier reingeschafft. Metaversum. Dark Bribe ist hier drin. Dann Rivalität der Kriegsjahren, Solemn Judgment und ja, zu guter Letzt noch der Makrokosmos. Ich würde sagen, insgesamt, wie gesagt, sehr ekliges Deck, sehr, sehr eklig dagegen zu spielen, aber mittlerweile sind ja wirklich viele Leute prepared auf Mystic Mine und auf Floodgates, dass das mittlerweile, glaube ich, ganz gut handelbar ist. Im Extra-Deck sind dann, denke ich, viele Optionen, was ja theoretisch eigentlich alles nur Makulatur ist, denn den Großteil davon, den wird man definitiv nicht beschwören. Ich überlege gerade, was kann man theoretisch beschwören? Theoretisch mit zweimal Amano Iwato einen Cowboy, Dweller vielleicht noch, dann theoretisch auch ein paar Link-Monster, aber alles andere eigentlich nicht wirklich nutzbar, eben nur für die Töpfe, deswegen glaube ich nicht so wichtig, dass wir darauf nochmal explizit eingehen. Sidek, Lava Golem, Cosmic Cyclin, Verbot haben wir drin, dann Deck Can Be Only One und dann noch dreimal Evenly Matched. Lasst eure Meinung gern zu dieser Art Deckliste in den Kommentaren so da, generell könnt ihr das auch zu allen Decklisten so schreiben. Und was mich persönlich mal interessieren würde, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Was zockt ihr momentan? Sagt ihr auch so, das ist mir alles momentan ein bisschen zu teuer, ich spiele eher Rogue, oder seid ihr wirklich auf der Meta-Schiene und Meta-Ebene und sagt ihr da, ich spiele wirklich Sprite Tier-Element, würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann springen wir schon zur nächsten Deckliste, das ist von einem Local-Turnier, tatsächlich müsste das sogar aus Deutschland sein, denn Gear 61, ich hoffe, ich spreche den Kanal richtig aus, so meines Erachtens ist das, glaube ich, ein deutscher Kanal, Grüße gehen raus, die haben das bestimmt auch auf ihren Kanal hochgeladen, würde ich mal behaupten, weil die Quelle muss ja irgendwo herkommen von Kalonsho Store. Auf jeden Fall wurde hier Tier Elements mit Slifer gespielt und das auch mit der neuen Trap, The Revived Sky God. Ich glaube, ich habe die sogar noch hier, habe ich die irgendwo neben mir liegen? Ich glaube, die müsste hier irgendwo rumliegen. Finde ich jetzt gerade für die, oder auf die Schnelle nicht. Die ganzen Tin-Karten liegen noch hier rum. Gewinnspiel dazu wird übrigens auch in den nächsten Tagen veröffentlicht. Allerdings, ich habe es euch ja schon vorprophezeit, dass das problematisch werden könnte, denn wir haben Curse im Format, wir haben einen Greif im Format. Und ja, was soll ich euch sagen? Slifer im Zusammenspiel eben mit dieser Karte, weil die quasi wie gemalt dafür ist, ist ja auch eine Slifer-Karte, ist halt sehr, sehr stark. Deswegen ist das auch die einzige Tier-Element-Liste, die ich euch jetzt hier quasi zeigen möchte, bevor wir zu den anderen Listen gehen. Ich glaube, die ist halt nochmal ein bisschen besonders, ist halt Punk mit drin, ist halt gleichzeitig eben auch noch
die Interaktion mit Reborn, Slifer und The Revived Sky God. Ansonsten ansteckende Ausrottung des Virus ist jetzt nicht mehr so relevant. Zusätzlich kann man vielleicht noch in den Maskenwechsel mit den Dark Lore. Ja, und der Großteil, ne? Den Rest, den möchte ich dann nicht nochmal erklären, möchte ich nicht drauf eingehen, aber ich denke, es ist halt nochmal eine schöne Sache, dass auf jeden Fall Slifer mal wieder Play sieht und vielleicht auch andere Götter. Ansonsten noch eine Besonderheit von dieser Deckliste im Side-Deck, vielleicht, dass da eine Skill Drain gespielt wird und ein Anti-Spell. Ansonsten, Reshiva of the Gnomes ist hier drinne. Keine Besonderheiten, Lava Golem vielleicht nochmal und die 3 Exodec Monster, aber jetzt nichts, wo ich nochmal explizit, wie gesagt, drauf eingehen möchte. Wir springen zur nächsten Liste und das ist Exor Sister, denn die haben auch danach weiter getoppt, was ich auf jeden Fall cool finde, denn das bringt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung ins Format rein. Das war auf der Region Trinidad, wurde hier Zweiter mit Matthew Mitchell und ich glaube, die Parallelen zur YCS-Siegerliste, die sind hier relativ groß. Ich sehe nämlich hier Necro Valley, ich sehe hier auch Gozen Match, da ist Dark Ruler drin, wir haben Ash und Shifter, ich bin mir nicht sicher, ich müsste da jetzt nachschauen, ob das nicht sogar fast 1:1 die gleiche Main-Deck-Liste ist. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ansonsten ist halt, wie gesagt, Shifter, Imperm und Ash, die tun auf jeden Fall einiges dafür. Wie gesagt, Necro Valley auch sehr, sehr gute Karte, denke ich. Ich glaube, in der Liste von den YCS-Sieger. Da waren doch, glaube ich, noch Mystic Mines drin. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist hier keine drin. Ist aber, denke ich, auch die richtige Entscheidung, weil viele Leute im Main Deck Removal spielen. Deswegen macht das absolut Sinn, das Ganze so zu spielen. Ja, zweimal Port of Desires für die Draw Engine ist, denke ich, auch okay. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein paar Mal gegen das Deck gespielt. Haut mich aktuell noch nicht so vom Hocker. Ist ein cooles Deck, aber jetzt auch nicht so mega krass. Ansonsten im Extra Deck Besonderheit Gagaga Cowboy, wobei wir den jetzt auch schon ein bisschen häufiger wieder gesehen haben und halt vielleicht noch, ja, die Lina. Aber das macht auch Sinn bei dem ganzen, ja, Lichtmonster-Package, was man hier spielt. Ich denke, das ist auch okay. Dann im Side-Deck zwei Didicrow. Dann zweimal die gute Dogwood. Für Timeout wird die, denke ich mal, gespielt werden. Dann zweimal die Biru. Dann Featherduster, Twinfister, dann zweimal Blizzard sogar. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Auch tatsächlich nie so schlechte Karte. Dann noch zweimal, dreimal Raigeki und einmal noch Red Reboot. Dann springen wir zur nächsten Deckliste. Und zwar ist das hier eine Eldlich-Deckliste. Und die hat auf jeden Fall hier auch noch den zweiten Platz von einer Regio erzielt oder erreicht, wo das stattgefunden hat. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, deswegen lest euch selber durch. Auf jeden Fall Eldlich auch schon etwas länger jetzt nicht mehr so am Toppen gewesen, deswegen denke ich auch nochmal ganz nett, dass wir uns das hier auch nochmal anschauen können. Ist eine sehr, sehr weirde Liste, muss ich sagen. Ich meine, klar, dreimal Golden Lord, insgesamt 41 Karten, dann ein Lava Golem. Ja, ich verstehe warum, weil man das halt eigentlich eher Going Second sehen möchte. Das Deck möchte aber selber Going First gehen, verstehe ich schon irgendwo, aber vielleicht dann vielleicht alle drei ins Side-Deck packen ist vielleicht besser. Ansonsten zwei Superpolis, würde ich dann auch wahrscheinlich eher drei spielen. Dann zweimal Pot of Extravagance und zweimal Pot of Prosperity. Finde ich ein bisschen fragwürdig, würde ich tatsächlich gerne häufiger spielen. Die Eldlich-Spieler und Eldlich-Fans unter euch können das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde die Top-Ratio eigentlich katastrophal, würde ich so auf gar keinen Fall spielen. Dann haben wir zweimal Hakerots, dreimal Conquistador und dreimal Eldlixier, dann dreimal Skill Drain, dann einmal die Utopische Aura, einmal IDP, dann zweimal Impermanence, zweimal TT, zweimal natürlich hier noch Dogmatica Punishment, dreimal Solemn Strike, zweimal The Academy Olivon, dreimal Gozen, dreimal Rivalität und das hier ist der Urvater aller Floodgates quasi, dieses Deck. Kann natürlich funktionieren, ich finde das Deck aber vom Building her nicht ganz so clean aufgebaut, gefällt mir nicht so gut. Im Extra-Deck einmal Fusionslord, dann Super-Poly-Targets, dann haben wir die Entis, zweimal Garura tatsächlich, dann das Edeknister Synchro-Monster, dann Plejaden und natürlich die ganzen Züge. Jeweils für den Topf der Extravaganz möchte man das häufiger sehen. Dann die Lina, Liebe tatsächlich nur einmal. Ist okay, macht man eh nicht so häufig. Und die Linkspinne eben auch nur einmal, finde ich ein bisschen fragwürdig, dass man die Linkspinne dann nur auf 1 spielt, wenn man schon Extravaganz spielt, weil die Linkspinne ist dann schon eigentlich genauso wichtig, mindestens wie die Züge. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so gut. Dann haben wir im Side-Deck einmal Sphere Maut, die beiden weiteren Lava Golems, dann zweimal, ja, die Sky Himmels, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt das Ding? Ich habe sie, wie gesagt, noch neben mir liegen, ich und Namen, das wird in diesem Leben, glaube ich, nichts mehr. Die heißt Herr des himmlischen Gefängnisses, auch mal praktisch, weil man die Karte neben sich liegen hat. Dann eine Dedekrie, finde ich auch okay, weiß ich nicht, eine Dedekrie auch ein bisschen weird, ich klar, ist eine ganz nette Handshop, aber als One-Off nicht suchbar in diesem Deck. Dann noch drei Shifter, Darkripe, dann dreimal oder ja, noch dreimal Solemn Judgment und zweimal hier das Siegel, damit man quasi alle
Dark Decks und Dark Monster ausschalten kann. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen Abwechslung drin. Endlich. Dann haben wir hier Rika San Avalon, was ja letztendlich auch die Euros gewinnen konnte. Und sah dann, ja, danach ist es komplett von der Bildfläche verschwunden. Und hier ist es endlich mal wieder. Das heißt, das One-Hit-Wonder setzt sich zumindest ein bisschen fort. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder mal Rika mit San Avalon und Tyrion Engine. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Da ist zum Beispiel zweimal Liliborea, ein Regulus. Dann sehen wir zweimal, nee, tatsächlich nur einmal das Kolosseum mit dem Terraforming. Aber ich glaube, die haben ja auch intern noch einen sehr, sehr guten Fieldspell. Deswegen macht es soweit Sinn. Dreimal Unexpected Die. Dann ist auch zweimal Cosmic Cycling hier drin. Das sieht man mittlerweile auch in einigen Decklisten. Dann zweimal Talent der drei Taktiken. Zweimal Rivalität, One for One, Called by the Grave und ja, wie gesagt, Darkulas hier eben auch noch mit drin. Mystic Mine sehen wir oben leider auch drin. Aber klar, man spielt viel Spells, man spielt Terraforming. Ne? Ist selbsterklärend, sollte man, wenn man auf Competitive-Ebene spielt, denke ich, ähnlich machen. Wobei, wie gesagt, Mystic Mine aktuell gar nicht mehr so gut ist. Man sieht es auch hier dran, eben die Main-Deckouts, die werden mittlerweile dann doch gespielt, ist dann mittlerweile auch bei jedem angekommen. Dann haben wir im Extra-Deck auf jeden Fall, ich schau mal, ob da irgendwelche Besonderheiten drin sind, was jetzt, ja, vielleicht hier der Allsei. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ich glaube, der heißt Allsei, ich glaube, den habe ich früher in Blue Eyes gespielt, wenn ich mich nicht irre, ist jetzt für euch die fünfte Karte von links. Das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit, ich glaube, den spielt man nicht in jeder Deckliste. Aber ansonsten ähnlich wie alle anderen Decks, die das eben auch spielen. Dann im Side-Deck Pankradops. Zwei Nipsen, dann drei Droll, Featherduster, ein Darkruler noch, der dritte, dann Red Reboot, dritte Rivalität, dann zweimal Antispell und noch dreimal die gute Dimensionsbarriere. Nächste Deckliste, Marincis, tatsächlich auch immer noch da, ist ja auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ist jetzt hier wieder aufgetaucht. Schön, dass es auf jeden Fall auch noch mal wieder ein Top erzielt hat, vor allem Panama Regio, weiß ich nicht, wie groß die ist, aber ich denke, so klein wird es auch nicht gewesen sein. Und das dritte ist definitiv auch nicht so schlecht und ich glaube, zur Main Engine brauche ich auch nichts mehr sagen. Marincis Decklisten haben wir uns eigentlich auch schon sehr, sehr viele angeschaut. Wir schauen vor allem über die Handshops drüber, denn Nibiru ist gerade wieder auf dem Vormarsch und auf dem Weg zurück in sämtliche Main Decks und das sieht man hier ganz gut, da ist er wieder drinne. Wir haben zwei Nibiru, wir haben zwei Ghost Ogre, wir haben drei Ash, wir haben zweimal Dedicrow und noch dreimal Impermanence. Das heißt wirklich sehr, sehr viele Handtraps. Dann noch zweimal Dark Ruler für die Breaker-Karten. Einmal Talents und dann natürlich für die Consistency Sunlight Mining. Dann haben wir natürlich zweimal Pot of Desires drin und Featherduster, das Mine Out. Das darf hier natürlich nicht fehlen. Deswegen, ja, wie gesagt, die Leute sind drauf prepared und gefällt mir gut. Ist, denke ich, ein relativ solider Bild. Im Extra sehen wir das Barmut Shark Package mit Toad. Dann das Kragen Package eben noch, Dweller und ja, der Rest ist dann Marincis mit Splash Mage und Co. Ich denke, dazu braucht man dann auch nicht mehr so viel sagen. Side-Deck, zweimal Trunner Lockword, sieht man aktuell nicht so häufig. Vielleicht auf jeden Fall nochmal eine Besonderheit. Dann der dritte Darkula, dreimal Cosmic Cycling, aktuell auch sehr, sehr etabliert die Karte, wie gesagt. Dann zweimal Dimensionsbarriere, zweimal Gausen Match, zweimal Rivalität, also Floodgates sind da auf jeden Fall auch genug vorhanden. Und noch dreimal evenly matched. Und dann haben wir die mal eine ganz andere Deckliste wieder, denn es ist von einem Case-Turnier aus den Top 8 Dreitron. Und die sind ja auch wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden. Gefühlt gar nichts mehr gerissen. Finde ich ein bisschen überraschend, dass die so krass abgefallen sind, aber zumindest sieht man sie bei so einer Art Event nochmal, aber ist auch keine Regio, ist halt nur ein Case-Event. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Dreitron. Hab das auch selber eine ganze Weile gespielt, deswegen, ja, schön, das mal wieder zu sehen. Wir sehen auf jeden Fall das Ganze mit Benten, Idaten und Natascha und natürlich auch das Dreitron-Ritualmonster. Dann drei Alpha, drei Gamma, dann sehen wir hier dreimal der gute, ich weiß nicht, ist das Zeta, glaube ich, ist das, bei den Namen, da bin ich echt komplett raus. Auf jeden Fall der zieht, der eine Karte ziehen lässt, in der zweiten Reihe ganz links. Der wird hier auf 3 gespielt, das heißt, Namen werden gemaxt. Dann sehen wir einen Diviner, einmal einen Vanity's Fiend, sehen wir hier drin. Dann Talents haben wir hier drin, dann haben wir zweimal den Field Spell, dann haben wir zweimal Nova. Zweimal Nova finde ich halt irgendwie nicht so gut, aber ich verstehe, warum man das Ganze macht. Mit zweimal Field Spell zusammen ist es halt okay. Ich bin noch nie so der Riesenfan gewesen vom Field Spell, aber für die Consistency macht das schon irgendwo Sinn. Dann dreimal Cyber Notfall, dreimal Droplet, dann sehen wir natürlich auch Dark Ruler hier drin und dreimal Mystic Mine. Kann man so machen, gerade da man eben hier das Field Spell Package spielt, umso wichtiger. Dann eben Terraforming und wir sehen natürlich ja auch den Featherduster. Wieder das Mystic Mine Out. Und jetzt, wenn ich jetzt gerade schon mal in der Side-Deck-Schiele, da sehen wir hier den Harpyian Featherstorm. Wie macht man in diesem Deck den live?
Ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch, weil ich finde kein Monster, was der Anforderung entspricht, außer vielleicht dieser kleine Vogel, der Furi irgendwas, die dritte Karte im Extra-Deck von links. Könnte sein, dass man den damit live machen kann. Vermutlich wird das Ganze so sein, weil ansonsten würde das keinen großen Sinn ergeben. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ja, ansonsten, Extra-Deck ist Drytron. Wir sehen halt eigentlich, dass sich da nicht so viel verändert hat. Wir sehen jetzt keinen Exoscout hier drin, wir sehen Brawl Sword, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so neu. Wir sehen ansonsten eigentlich alles, was hier sonst auch gespielt wurde. Entes, Herald und der Kurifuku, oder wie das Ding heißt, dieser kleine Vogel, der nicht durch Kampf zerstört werden kann. Oder auch, glaube ich, der ist sogar protected durch Karteneffekte. Das ist jetzt auch keine Seltenheit, den habe ich auch schon einige Male gesehen, auch schon dagegen gespielt, auch den selber schon getestet. Nur ist das schon halt eine ganze Weile wieder her, aber ansonsten im Extra-Deck auch keine Besonderheiten. Dann im Side-Deck, Lancea, macht auch Sinn, super nach wie vor, drei Lava-Golem, gerade in diesem Deck top, denn man spielt ja nicht mehr wirklich eine Normal Summon, ist ja nur noch ein Diviner hier drin, der Rest ist ja quasi nicht mehr vorhanden. Dann Call by the Grave, dreimal Twin Twister, dann sehen wir Red Reboot, dann Metaversum und noch zusätzlich zweimal Trap Trick und dann eben auch noch dreimal den Featherstorm, das heißt aktiv spielt man davon fünf mit Metaversum, auch noch Mystic Mine, also ich denke die Side-Tech-Wahl, die ist hier sehr, sehr gut, gefällt mir auch sehr gut. Dann Heroes, für alle Hero-Fans und Spieler unter euch, gerade hier auch Niska, Shoutouts geht raus, ich möchte es nicht schlecht reden, ich freue mich riesig drüber, dass Hero hier getoppt hat. Ich denke, es ist auch nach wie vor wirklich ein solider Pick. Gerade hier auch mit der Variante von diesem Engel neben Plasma und den neuen Hero. Ich bin bei den Namen, wie gesagt, ist wieder furchtbar heute mit Namen. Dieser Engel auf jeden Fall, der quasi alle Spells negiert, die aktiviert werden. Da habe ich selber auf der Gamescom dagegen spielen müssen. War gar nicht so einfach zu knacken. Habe ich dann irgendwie hinbekommen mit Enemy Controller, weil der für Kosten tributet. War ganz nett, habe ich so ganz gut hinbekommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Szenario da war. Auf jeden Fall hat das gut funktioniert. Den hatte ich nämlich irgendwie auf meine Spielseite bekommen, konnte den dann damit tributieren und war eine wilde Geschichte. Aber es soll jetzt heute nicht das Thema sein. Auf jeden Fall Heroes. Ist cool, dass die getoppt haben von den Ratios. Wir haben drei Vion und ja, ich weiß gar nicht, wobei ich auf die Ratios gar nicht so sehr eingehen möchte, glaube ich, weil dafür habe ich Hero selber zu lange selber nicht mehr gespielt und zu oft selber auch nicht mehr angeschaut, dass ich jetzt wissen würde, was die Standard-Ratios sind. Auf jeden Fall sehen wir halt Fusionsschicksal hier drin mit DPE. Ist ja gefühlt auch das einzige Deck, was darauf noch zurückgreifen kann. Und natürlich auch, ne, die ganzen Maskenwechsel, dann ein Held lebt und so, ist ja das Deck schon auf jeden Fall nochmal gepusht worden, dadurch, dass die Sachen von der Bannlist runtergekommen sind oder zumindest, dass die jetzt auf 3 spielbar ist. Dann ansonsten auch noch zwei Malicious und zusätzlich eben dreimal Rivalität. Wird sicherlich auch eine wichtige Karte gewesen sein. Dann haben wir natürlich hier auch noch Droplet und Impermanenzen drin. Und ja, Niska oder generell die Heldenspieler unter euch, sagt mir gern, wie die Ratios hier sind. Sind die gut? Sind die nicht so gut? Gefällt euch das Deck? Gefällt es euch nicht? Weil, ne, kann ich so viel dazu nicht sagen. Side-Deck, zweimal Dedicrow, zweimal Ghost Ogre, zweimal Ash, also die ganzen Handtrips, die dann Going Second wahrscheinlich reinfliegen. Zweimal Talents noch, zweimal Twin Twister, dann zwei Evoli, zwei Antispell und noch ein Red Reboot. Und dann haben wir hier die nächste Liste, ist eine Flander-Deckliste. Die dürfen natürlich nicht fehlen, wenn wir uns Decklisten anschauen. Die toppen eigentlich immer mal, sind immer welche dabei. Ist, glaube ich, auch so, dass wir da nicht mehr so mega krass in die Tiefe gehen müssen. Ist halt Flander, in dem Fall mit einer Barrierestatue, zweimal Enten. Wir sehen Shifter hier drinne, wir sehen noch zwei Dedicrows hier drinne. Logischerweise ist das Ganze suchbar. Momentan immer noch eine sehr, sehr gute Handshape. Wir sehen nur zweimal Map, dafür eben einmal Mystic Mine, finde ich ein bisschen fragwürdig, dass man nur zweimal Map spielt, weil es ja schon unter anderem eine der besten Karten des Decks ist. Kann natürlich allein auch mal bricken. Vielleicht gar nicht so abwegig, muss man sich mal anschauen. Dann haben wir den Felsadust hier drin als Mystic Mine Out. Zusätzlich eben auch noch die Winde, die man auch spielt. Dann dreimal Abenteuer, die ja aktuell sehr, sehr teuer ist. Überlege ich auch noch, ob ich die mal in ein Video einbinde. Dann zweimal Book of Moon und ansonsten die ganzen Töpfe und Featherstorms auch Main. Zwei Stück, ich denke, solide Flanderliste, auch nichts Besonderes, was man hier jetzt nochmal hervorheben könnte. Ex-Deck, denke ich, können wir ausklammern. Wird sowieso fast nie was beschworen. Dann haben wir im Side-Deck Darkseemorgh gegen Trap-Decks oder auch gerade gegen Eldritch. Dann zwei Ash, zwei Nibiru, ein Dark Ruler, eine Mystic Mine, die zweite quasi zu der, die man im Main-Deck eben schon spielt. Dann dreimal MST. Klar, kann man machen, ob das jetzt Cosmic oder MST ist, tatsächlich aktuell egal. Guter Removal. Der dritte Featherstorm, zweimal D-Barrier und noch einmal, zweimal Evenimatched, beziehungsweise. Und dann haben wir auch schon den Drittplatzierten der Regio aus Dreieich. Eine Regio mit über 360 Spielern.
Und da konnte sehr, sehr überraschend Despia den dritten Platz belegen. Das hat mich schon sehr überrascht, wobei ich aber auch sagen muss, dass dieses Deck gerade gegen Tierelement und auch gegen Sprite ein insane gutes Matchup hat. Deswegen habe ich selber auch schon nachgedacht privat, ob ich das Deck mal wieder ein bisschen öfter auspacke. Also ich habe es selber noch hier, bin immer noch ein großer Fan davon und ich muss sagen, vielleicht zocke ich das auf der einen oder anderen Regio dieses Jahr auch nochmal. Finde ich sehr, sehr nice. Wir sehen ein Libitum, ein Dramaturg, dreimal Tragedy, dreimal Aluba, dreimal Fall of Albas. Wir sehen auch Snow. Wir sehen natürlich auch hier das Kettenkobold-Package. Dann haben wir natürlich als einzige Handship hier Nibiru. Und da habe ich mir das Deckprofil schon angeschaut. Die Begründung dazu ist auch relativ plausibel. Und zwar kann man damit einfach sehr gut die Greif-Kombo aufhalten. Denn wenn man hier eben den Virus abbekommt, mit der Vielzahl an Spells und vor allem braucht man die Spells auch, ja, dann hast du das Spiel einfach verloren. Deswegen muss man das unterbinden. Deswegen hier Nibiru macht absolut Sinn. Und zusätzlich gibt es auch noch eine ganz nette OTK-Kombo mit Nibiru und Albion. Dafür müsste man allerdings hier den Ash Fallen oder wie der heißt, spielen von den Dogmatikern, der jetzt hier nicht gespielt wird. Deswegen, ne, ist das jetzt nicht so relevant. Main Deck out für Mystic Mine. Cosmic Cyclone ist hier drin. Wir sehen auch auf jeden Fall die Super Poly Trap hier drin. Wir sehen dreimal Super Polys. Wir sehen dreimal Branded in Red. Und wir sehen auch zusätzlich noch Droplets hier drin. Und ja, ist es halt Despia so, wie wir es kennen. Auch keine Besonderheit. Im Extra Deck neu dazu natürlich Garura. Matte Dragon nur eine Chimäre. Ich denke aber mittlerweile auch, dass das fast ausreicht. Und ich meine, ja, man hat die Platzprobleme teilweise. Also natürlich im Exodeck. Zweimal Dracostapelia kann richtig sein. Eine selber beschwören, einmal Super Poly Target kann natürlich wichtig sein. Ansonsten zweimal Masquerade, einmal Keritis, einmal Brigand, einmal Lubellion. Bin ich immer schwierig. Wenn der aufgehalten wird, dann hat man ein Problem. Zweimal Mirror Jade und noch dreimal Albion. Und ich denke, das ist mandatory. Dann im Side-Deck dreimal Shifter. Macht Sinn, kann das Deck spielen. Das kann Unterschifter immer noch Masquerade-Action machen, was auf jeden Fall auch aktuell nicht so schlecht ist. Dann zweimal Cosmic Cyclone, dreimal Silent Graveyard, auch immer noch sehr gute Tech-Karte. Dann dreimal Dark Ruler, einmal Red Reboot und dreimal Evenly. Und dann kommen wir auch schon zu den uns bekannten Top-Decklisten, auf die ich nicht mehr groß eingehen möchte. Die gehen wir einfach nur ganz kurz durch, weil, ne, ich kann es bald auch nicht mehr sehen. Sind sehr, sehr gute Decks. Ich finde es immer noch cool, da so privat drüber zu schauen. Aber ich denke, für euch ist es auch nicht mal so super spannend, das sich im Detail anzuschauen. Wir haben hier auf jeden Fall Tier Element mit den Fröschen zusammen in der Engine und ja, große Besonderheiten sehe ich jetzt hier eigentlich keine drin, dass hier Blackwing-Dings gespielt wird. Sephiroth ist jetzt auch nicht mehr so neu, habe ich alles auch schon mal gesehen. Deswegen, ja, schaut euch die Decklist nochmal an. Ist eine Variante mit Galaxy Cycling, ist jetzt keine Variante mit dem Virus. Vielleicht nochmal ein bisschen besonders, denn der Greif wird hier nicht gespielt, aber ansonsten auch nichts, was ich jetzt nicht noch schon mal irgendwie gesehen hätte. Und im Side-Deck fürs Timeout auch der Resonator, der hier gespielt wird. Cosmic Cycling eben auch hier drin, Droplet im Side-Deck nochmal, Mischief of the Gnomes auch hier im Side-Deck drin und ja, soweit zu dieser Deckliste. Dann die Deckliste von Elijah Green, den kennen wir alle gut. YCS-Sieger, der Gute, der hat Sprite Runic gespielt, was ja auch immer mehr im Kommen ist. Und da ist besonders, der hat Gale Dogra gespielt oder Gale Dora, ich weiß nicht genau, wie das Monster heißt, und Epiria. Und mit Gale kann man auf jeden Fall coole Plays machen, mit Garura, mit Entis. Kann sehr, sehr strong sein. Denke ich, ist nicht so eine schlechte Sache, weil den bekommt man natürlich auch leicht aus dem Deck gespecialt. Und Nipiri auf Normal Summon oder generell, glaube ich, auf Special Summon zieht er eine Karte. Kann auch ganz nett sein. Ansonsten hat er sich auch entschieden, Super Poly zu mainen. Ich denke, das macht in so einem Bild auch Sinn. Er spielt nur einmal einen Starter. Dafür spielt er auch nur ein Smashers tatsächlich. Das finde ich krass. Dann auch noch einmal in Permanence. Also ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal eine besondere Liste, die ich so in der Variante auch noch nicht gesehen habe. Deswegen können wir die auf jeden Fall hier nochmal erwähnen. Und auch gerade im Extra-Deck, wie gesagt, hat man sich viele Gedanken gemacht. Da ist auch eine Kit-Kalos drin zum Beispiel. Da überlege ich gerade, wie nutzt er die Kit-Kalos? Wahrscheinlich möchte er mit tatsächlich die rauslegen, damit Millen und die Runic-Spells da reinbekommen. Wahrscheinlich wird es genau das sein. Aframax ist auch noch hier drin mit IP. Rechnen auch aktuell nicht mehr so viele Leute mit, kann auch immer noch sehr, sehr gut kommen. Dann im Side-Deck Shifter, wie so oft, ne? Dann haben wir hier, ja, wie heißt das gute Ding? Neben Dark Ruler die Karte, die so ähnlich fungiert wie Drolnolok Bird. Habe ich in meinem Binder. Habe ich jetzt auch nicht den Namen parat. Wir haben dreimal MST, wir haben noch dreimal Solemn Judgment. Also ich denke auch, das Side-Deck ist schon noch mal ein bisschen spicy. Auf jeden Fall definitiv nicht schlecht, das Ganze. Dann muss ich mal gucken, wo wir weitermachen. Dann haben wir hier nochmal die Liste von Joshua Schmidt. Ich denke, das hat auch der eine oder andere von euch mitbekommen. Der ist 19-0 gegangen in Dreieich und hat das Ding gewonnen. Das ist insane. Und er hat seine Liste eigentlich nur so ein bisschen angepasst an die seiner YCS, wo er dann, glaube ich, in den Top 4, Top 8, eins von beiden
ausgeschieden ist und ja, ist jetzt auch nicht mehr die neue Erfindung irgendwie von etwas. Das ist halt Powerspell Sprite und insgesamt auch mit dem Anime Controllern. So ähnlich habe ich das Ganze auch lange gespielt. Dann eben auch jetzt im Mandic 3x Cosmic Cycling. Ist halt immer noch ganz nett. Dann als Handtrips hat er sich entschieden für 3x Diddy Crow und 3x eben Impermanence und ansonsten Talents ist immer noch hier drin. Und Change of Heart, Mind Control, sehr, sehr starke Karten hier drin. Und im Extra-Deck als besonders vielleicht Unimibaru und vielleicht auch Cereboros. Finde ich ganz interessant, habe ich in der Sprite-Version so eben auch noch nicht gesehen. Ansonsten im Side-Deck Kid Kaloss noch, zusammen mit Cherries, macht auch Sinn. Macht das Matchup ein bisschen besser. Solange die zumindest nicht mit Despair zusammenspielen, ist das, denke ich, ein interessanter Call. Resonator ist auch hier drin, weil er ein Tuner ist. Lassen wir einfach mal so stehen, ne? Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Pankadops, dreimal Shifter, dann haben wir Gamma-Ausbruch eben zum Otikan für Going Second, Feather Duster, Red Reboot und dreimal Summon Limit. Und ja, dann haben wir noch Sprite Adventure. Schaut euch an, auch so ein bisschen Control-lastig angelehnt mit Dark Ruler, Enemy Controller und tatsächlich auch mit Angler und Foolish. Ja, macht Sinn. Ist auf jeden Fall auch so nochmal. Wir sehen auch hier tatsächlich Dimension Shifter, wir sehen den Gamma-Ausbruch, wir sehen im Side-Deck Anti-Spell, wir sehen Dimensionsbarrieren. Einfach für die Vollständigkeit nehmen wir so mit. Dann haben wir hier auch nochmal Sprite Handtrap mit Divas. Nochmal ganz anderer Ansatz mit einer Tonne Handtraps. Wirklich, wir sehen drei Bell, wir sehen eine Ash, wir sehen drei Veiler, drei Diddy Crow, drei Nibiru, drei Impermanence. Und warum nur eine Ash? Macht natürlich Sinn, denn die können wir uns specialen über Hulk und wieder hochgeben. Deswegen nur eine ist okay, weil die im aktuellen Format nicht so stark ist, denke ich. Also solide Wahl und ich denke, kann man durchaus so machen. Im Side-Deck dann Artifact Heiligtum mit Sense, auch hier der Resonator, dann zwei Ogre, zweimal Talents, dann der zweite Smashers, dann noch Feather Duster, Red Reboot und auch hier evenly matched. Und dann haben wir noch eine ganz interessante Deckliste, die fand ich persönlich nochmal cool, denn das ist hier nochmal Tri Brigade Sprite. Das hat bisher auch noch nicht so viel getoppt, gerade hier auch mit Wind Up Cat, die natürlich auch nochmal was bouncen kann, wo man dann, glaube ich, eine Kombo mit Wind Ear Scratron machen kann, der dann auch im Gegnerspielzug einen Herold machen kann. Finde ich ganz cool, den Ansatz. Und gerade auch die Synergie, weil Kit ist 2, Keras ist 2, die ganzen Sprites sind 2, finde ich ganz nice. Da kann man eigentlich auch coole Boards mitmachen, auch gerade Revolt ist nice, ist natürlich auch nicht so anfällig für Dark Ruler. Also ich denke, das ist durchaus eine richtig coole Liste. Ob ich Chalice spielen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich Droplets bevorzugen. Aber ansonsten denke ich, absolut solide Deckliste, finde ich cool. Zwei Smashers zusätzlich noch hier drin als Mystic Mine Out, was man einfach so noch mitnimmt. Also ich denke, sehr, sehr solide Deckliste. Und ja, im Extra-Deck ist der neue Scareclaw Link 1 eben reingekommen. Das ist ja mittlerweile klassisch für die Tri-Brigades. Die haben da ein neues Play dazu bekommen. Ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Dann Side-Deck Resonator, dann haben wir Bankadops, drei Cosmic Cycling wie fast überall heute. Dann dreimal Solemn Judgment, dreimal die Barrier, drei Anti-Spell und der Red Reboot. Gut. Und dann haben wir nochmal von der Philadelphia Regio auch nochmal eine Sprite Runic Version und zwar auch mit zweimal Iperia, den haben wir eben auch schon mal gesehen und auch im Side-Deck als besonders fällt mir direkt auf ansteckende Ausrottungsvirus tatsächlich hier auch mal in Sprite, also, habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Aber ich denke, das macht man über Cereboros, klar, logischerweise ist das als der einzige Play, wie man es enabled bekommt. Ja, zum Main-Deck, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. Handtrap war das hier, Veiler, Crow und Nip. Mehr ist da nicht, glaube ich, anzumerken. Der Rest ist okay. Hier ist es nochmal ein bisschen anders als eben. Zum Beispiel sind jetzt dreimal Starter drin, war eben anders. Da waren dann Superpullis noch drin. Und ja, im Side-Deck dann eben auch Shifter. Dann haben wir hier Cosmic Cycling, Feather Duster, Signing Graveyard auch hier. Wie gesagt, dreimal ansteckende Ausrottungsvirus und noch die Dimensionsbarriere. Und dann habe ich hier noch die letzte Deckliste für heute von der Ecuador-Regio. Das ist Splite Ankh. Habe ich so, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist interessant, weil die halt noch ein paar Synchro-Optionen haben, eben über Chaos Ruler und eben Baroness. Aber das Main-Deck-Play bleibt das gleiche und ist das gleiche. Hier eben auch mit Dark Ruler Main und Handtraps. Also wir sehen Nibiru, wir sehen Dedicrow, wir sehen Veiler, wir sehen Ash und wir sehen eben, wie gesagt, dreimal Dark Ruler. Und ansonsten hier in dem Fall auch mit Access Code Talker sieht man auch manchmal und auch mit Cat Shark sieht man auch nicht mehr so häufig. Dann im Side-Deck Pixies, dann Resonator, eine Ghost Bell, ein Nibiru, dann zweimal Ghost Ogre, dann Feather Duster, Called By, Cosmic Cycling, auch hier ansteckender Ausrottungsvirus und dann haben wir hier noch Red Reboot. Und ja, wir sind durch. Das waren alle Decklisten für heute. Ich will mal gucken auf die Zeit, wie lange das Ganze heute gedauert hat. Das sind 27 Minuten. Insgesamt wahrscheinlich noch länger, weil ich den Rest noch nicht dazu gerechnet habe. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen noch ein bisschen was dabei, was euch ein bisschen Abwechslung gibt, weil waren natürlich jetzt viele, viele Listen dabei, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, aber natürlich auch die üblichen Top-Listen trotzdem nochmal. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.